Hi, ich bin Sarah, ich bin 21 Jahre alt und ich mache meine Ausbildung zur Industriekauffrau bei der Exportverpackung in Sehnde. Innerhalb meiner Ausbildung habe ich im Oktober 23 ein Auslandspraktikum gemacht, und zwar in der Stadt Cork in Irland. Das Praktikum wurde Erasmus Plus gefördert, das bedeutet, dass es EU gefördert wurde und dass ich nur einen Eigenanteil bezahlen musste, den bei mir sogar der Betrieb übernommen hat. Angemeldet habe ich mich über meine Berufsschule. Dort gab es so ein Mini-Bewerbungsverfahren, wo ich einen Motivationsbrief eingereicht habe, wo ich ein Telefonat hatte mit einer von der zu vermittelnden Organisation, so dass man schauen konnte, wie es passt, wo ich eingesetzt werden kann. Ich habe die Menschen dort als sehr freundlich erlebt. In Deutschland bzw. auch in Hannover ist es ja normalerweise üblich, dass die meisten Menschen nachmittags in die Stadt gehen und dort ihre Einkäufe erledigen oder shoppen gehen. In Irland war es tatsächlich so, dass die Stoßzeit vormittags zwischen 10 und 11 Uhr lag. Das heißt, dann kamen die meisten Menschen in den Laden. Es wurde gesagt, dass es daran liegt, dass sehr viele Menschen in Irland Jobs haben, bei denen sie abends arbeiten. Also zum Beispiel in der Gastronomie, in der Hotellerie oder im Pub. Und dann werden morgens die Kinder in die Schule gebracht und danach gehen die Leute noch in die Stadt und erledigen ihre Einkäufe oder Besorgungen. Obwohl ich mein Praktikum in einem ganz anderen Bereich gemacht habe, als es hier bei der Ausbildung der Fall ist, habe ich doch einiges mitnehmen können. Zum einen natürlich die Sprachkenntnisse. Also ich bin mit nicht so guten Sprachkenntnissen nach Irland geflogen. Und es gab mit Sicherheit auch Situationen, wo ich mal Arbeitsanweisungen falsch verstanden habe auf Englisch. Aber ich bin doch jetzt mit sehr viel besseren Englischkenntnissen nach diesen 3 Wochen wieder rausgegangen aus dem Praktikum. Und das werde ich auf jeden Fall auch mitnehmen können für die Ausbildung. Ich habe in Irland auf jeden Fall sehr viel gelernt. Ich würde sagen, ich bin wesentlich reflektierter, ich bin wesentlich selbstbewusster. Und zum Beispiel durch den Wechsel in der Gastfamilie habe ich auch gelernt, dass man sich nicht immer mit Situationen zufrieden geben muss, die nicht in Ordnung sind, die vielleicht nicht okay sind, nicht so sind, wie man sich es vorgestellt hat, sondern dass man auch selber Dinge in die Hand nehmen kann, dass man selber Dinge ändern kann. Und das nehme ich dort auch auf jeden Fall mit. Wie sah ein typischer Tag aus bei mir in Irland? Also ich bin morgens mit meiner Mitauszubildenden, mit der ich zusammen in der Gastfamilie war, in die Stadt gefahren. Bei ihr ging es morgens in der Firma schon ein bisschen früher los, deswegen bin ich dann meistens noch in einen Café gegangen, habe mich dort hingesetzt, einen schwarzen Tee mit Milch getrunken und bin dann tatsächlich zur Arbeit gegangen. Nach der Arbeit oder auch am Wochenende habe ich versucht, sehr viel zu unternehmen und sehr viel mir anzuschauen dort in der Gegend. Ich habe mir auch zum Beispiel alleine verschiedene Schlösser oder Burgen dort in der Nähe angeschaut. Einige sehr touristenüberlaufen. Es gibt aber auch ein paar, die wirklich sehr schön sind und ein bisschen abgelegener sind. Und da habe ich mir tatsächlich einige angeguckt. Am Wochenende habe ich mit einigen aus meiner Gruppe auch mal längere Ausflüge unternommen. Beispielsweise waren wir an einem Tag in Galway und bei den Cliffs of Moher. Dort hat sich ein Mitauszubildender ein Auto gemietet. Und dann sind wir dorthin gefahren. Es war ein bisschen spannend mit dem Linksverkehr dort. Das hat aber tatsächlich sehr gut funktioniert. Und ich bin sehr froh, dass wir das gemacht haben. Ich kann so einen Auslandsaufenthalt auf jeden Fall jedem weiterempfehlen. Ich habe dort super viel gelernt. Und ich glaube, dass es eine sehr gute Erfahrung ist, eine sehr gute Möglichkeit ist, sich selber weiterzuentwickeln, beruflich, aber auch vor allem persönlich. Und das ist natürlich auch eine sehr gute Möglichkeit, wenn man jetzt wie ich nicht nach der Schule direkt ein halbes Jahr oder ein Jahr ins Ausland gehen will, sondern es wirklich einfach für eine kürzere Zeit ausprobieren möchte. Es waren jetzt 3 Wochen und ich war ja auch nicht allein da, ich war mit einer Gruppe da. Und insofern kann ich das tatsächlich jedem nur empfehlen, so einen Auslandsaufenthalt auch zu machen.